Es geht wieder auf Drückjagd. Heute in diesem Video begleitet ihr mich auf zwei verschiedene Drückjagden. Meine beiden letzten Drückjagden in diesem Jagdjahr leider. Ist schade, weil echt viele Drückjagden durch Corona ausgefallen sind. Aber das ist nun mal so momentan in dieser Zeit und wir können einfach nur hoffen, dass das nächstes Jahr nicht der Fall sein wird. Dafür müssen wir natürlich jetzt auch alle an die momentanen Regelungen und Bestimmungen halten. Aber wenn wir das alle einhalten und uns alle da zusammenreißen, dann sehe ich doch guter Dinge, dass wir nächstes Jahr wieder auf alle jagen können. Und insofern hoffe ich auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr auch wieder mehr Videos machen kann über die Drückjagdsaison. Aber dennoch waren die beiden Drückjagden, die jetzt im folgenden Video kommen, ziemlich erfolgreich. Vor allem erfolgreich für mich, aber auch für die restlichen Jäger. Wir mussten die leider etwas kleiner gestalten. Gründe dürften ja bekannt sein. Wir konnten maximal 10 Jäger einladen. Dennoch haben wir mit diesen 10 Jägern eine extrem gute Strecke gemacht in den beiden Tagen. Und das seht ihr auch im folgenden Video. Ja, das erste Treiben an diesem Drückjagdtag ist relativ schnell beschrieben. Wir haben das Treiben aufgesplittet in zwei verschiedene Triebe. Der erste Trieb relativ erfolglos. Wir kamen zwar eine Rotte sauen, die ist leider komplett in den Start rüber gewechselt, sodass wir dann keine Chance hatten, da irgendwas zu machen. Dennoch waren wir noch positiv gestimmt aufs zweite Treiben. Hier saß ich umringt von jungen Buchen und in diesem Treiben sollte sich auch was zeigen. Der kühle Wind an diesem Freitag hat das Treiben echt ein bisschen witterungstechnisch leider verschlechtert und ich sah mich gedanklich schon daheim vor dem warmen Ofen sitzen. Doch dann schob sich links von mir, kurz vor Schluss, vielleicht 5 Minuten vor Schluss, noch ein Reh aus den Buchen heraus. Ich saß hier auf einem Fernwechsel, sodass es sehr vertraut ankam. Ich konnte es dann ansprechen, 1- bis 2-jährig, nicht führend, was genau in die Freigabe passte und konnte dann fliegen lassen. Also, das Reh liegt jetzt da. Hat einen sauberen Schuss, hat es mir auch echt nicht schwer gemacht. Kam hier überhalb von mir. Sehr langsam auf die Schneise gezogen und hat es gepasst. Ist wie angesprochen, 1 bis 2 Jahre alt. Weiblich. Also kann man auf jeden Fall vertretbar schießen. Kam auch ganz alleine, nicht führend. Insofern passt das. Geht ein weiterer Drückjagdtag zu Ende. Relativ lange war der dann doch. Sollte eigentlich erst ein kleines Treiben werden. Ging dann doch 3 Stunden. Freut mich, dass es bei mir geklappt hat. Ist immer ganz entspannt so, kleinere Treiben. Weil man dann doch recht einfach sich neu positionieren kann oder sich verschieben kann. Und dann auch einfach easy mal die Zeit verlängern kann. Klar. Größeren Drückjagden, die haben immer noch einen anderen Flair, aber ist schon auch schön, sowas mit der Familie dann zu machen. Das ist der heutige Stand. Überhalb von mir Deckung. Rechts von mir Deckung. Das ist ziemlich erfolgsversprechend. Hinter mir noch Hochwald. Kann gut werden. Ja, wie gerade schon angesprochen, ein extrem guter Stand hier. Optimal für Sauen. Überall von mir Deckung, rechts von mir Deckung. Vor mir eine Schneise, rechts von mir eine Schneise. Hinter mir erst Hochwald, 30 Meter. Dahinter dann auch noch eine Deckung. Und links Hochwald. Also es ist wirklich ein optimaler Stand. Das Einzige, was es ein bisschen erschwert hier, ist dieses hohe Gras vor mir. Weil wenn sich da dann ein Frischling durchschiebt, ist es wirklich sehr, sehr schwer zu sehen. Aber mal schauen, ob hier überhaupt was kommt heute. Ich hatte im Umkreis von 500 Meter praktisch nur einen Nachbar. Das war mein Bruder, der saß aus der Kameraeinstellung links überhalb von mir, praktisch 250 Meter entfernt. Aber wir konnten uns eigentlich bei Schüssen mit Kugelfang nicht gefährden. Und schon nach 2 Minuten knallte es oben 2-mal. Und rechts unterhalb von mir, aus der Kameraeinstellung jetzt praktisch vor mir, schob sich ein Reh entlang. Ich konnte nur nicht ansprechen, ob es männlich oder weiblich war, deswegen blieb die Kugel im Lauf. Passiert auch mal, aber das ist halt so.
Und im Laufe der Jagd wurde uns klar, dass es eine echt außergewöhnliche Jagd ist. Es waren extrem viele Wildschweine da. Der Stand meines Bruders überhalb von mir entpuppte sich immer mehr zum Königsstand. Es knallte und knallte bei ihm. Bei mir hat sich lange nichts blicken lassen. Der jetzt gleich folgende Ausschnitt von der Jagd bedarf etwas Erklärung, weil der relativ kompliziert war. Auch vor allem für mich als Jäger in der Situation. Mein Bruder schoss überhalb von mir und es dauerte vielleicht 20 Sekunden. Auf einmal kam ein Überläufer spitz auf mich zu, kam überhalb von mir aus der Deckung raus. Dieser kam vielleicht bis auf 50 Meter auf mich zu, drehte dann ab und ist dann rechts überhalb von mir in dem hohen Gras und in den Fichten einfach spurlos verschwunden für mein Auge. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Der war dann weg. Ich hatte es dann noch einmal weiter hinten rascheln sehen und konnte dann mir denken, dass er da gerade in die Deckung reingeht. Und ich hatte mich schon über die Situation geärgert. Doch auf diese einzelne Sau folgten dann noch drei weitere. In dem Clip kommt jetzt gleich die erste Sau auf mich zu. Man sieht sie ganz kurz vor mir sich durchschieben. Gar nicht mal so schnell, also sie war echt nicht schnell. Aber durch dieses hohe Gras habe ich sie einfach nicht gesehen. Jetzt schiebt sie sich rechts von mir ein. Aber ich hatte dann einfach keine Chance mehr. Ich hatte mich noch über die Sau geärgert, dass ich sie nicht bekommen habe. Und schon kamen die drei nächsten Sauen auf mich zu. Eine einzelne etwas weiter links und zwei weiter rechts. Die Sau links nahm denselben Wechsel an wie die erste, zog wieder in das hohe Gras vor mir und verschwand. Also konzentrierte ich mich auf die beiden Sauen rechts, die vor mir durch den Schnee kamen, auch in dieses Gestrüpp reinzogen. Die konnte ich aber noch verfolgen mit meinen Augen. Die Sau links wiederum habe ich dann beim Anschauen des Videos gesehen, dass die vor mir auf die Schneise gezogen ist und dann da verhofft hat. Was natürlich ärgerlich ist, weil das ein viel leichterer Schuss gewesen wäre. Dennoch konnte ich sie dann auch noch beschießen. Der erste Schuss ging auf die Sau rechts überhalb von mir. Die Sau stand leicht verdeckt im Gras, sodass man das auf der Kamera nicht ganz gut erkannt hat. Doch ich konnte sehen, dass sie im Schuss direkt umgeflogen ist. Der Schuss ging leicht halbspitz von vorne rein und kam ungefähr auf Leberregion wieder raus. Die anderen beiden Schüsse gingen dann auf die Sau, die direkt vor mir stand, die ich aber leider nicht gesehen habe anfangs. Der erste Schuss ging leider vorbei, weil die Sau in genau der Sekunde den Hops nach oben gemacht hat. Doch der zweite Schuss saß mittig und brachte die Sau noch ungefähr 300 Meter zum Liegen. Ja, jetzt im folgenden Clip nochmal von den Sauen, die ich beschossen habe. Die erste der drei Sauen kam direkt vor mir praktisch raus. Ich weiß nicht, ob man die so richtig auf der Kamera sieht. Aber die zog hier vor mir durch das Gras durch. Ich konnte die auch immer nur schemenhaft erkennen. Und die beiden anderen Sauen, die zogen dann rechts überhalb von mir, praktisch durch die beiden Fichten durchgesehen, im Schnee einmal entlang, da konnte man sie gut erkennen und standen dann, diese verhofften, kurz in den Fichten rechts überhalb von mir. Die andere Sau sieht man jetzt gleich auf die Schneise ziehen und dann jetzt nochmal am linken Bildrand, als ich sie beschossen habe. Ja, also, die Sau liegt, die andere, ich werde jetzt mal nachgucken, war ich eigentlich auch gut drauf, also bin ich relativ optimistisch, dass sie liegen müsste. Ich weiß nicht, wie gut man jetzt die Sau hier
auf der Kamera gesehen hat, weil die sind mich da oben spitz angewechselt. Und ich dachte, die kommen hier optimal gerade auf mich zu. Aber dem war dann nicht dann so. Die sind hier abgedreht und wollten da hinten in Dickung rein. Die ersten beiden haben es auch geschafft. Und die hat dann nochmal verhofft, da oben in dem Gestrüpp. Hatte ich auch eine günstige Lücke dann und konnte dann fliegen lassen. Die ist auch sofort umgefallen. Also das war prima. Andere Sau ärgert mich ein bisschen. Aber vielleicht liegt ja dann auch direkt da. Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Guck mal dann gleich mit dem Hund nach. Ja, und so geht ein weiteres Stück wieder zu Ende. Letztendlich lagen jetzt 15 Sauen und 4 Rehe auf der Strecke beim zweiten Treiben. Was, wie ich sagen würde, phänomenal ist. Ich konnte zum Glück meine beiden Sauen schießen, die andere Sau lag 200 Meter weiter im Hochwald. Auch mein Bruder, der überhalb von mir saß, hatte kräftig Wertmannsheil, der konnte 4 Sauen und ein Reh schießen, was eine ziemlich beachtliche Strecke ist, sodass es ein echt traumhafter Jagdtag war. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch viel, viel mehr Drückjagden haben werden. Und ich hoffe, dass wir uns alle gut an die Regeln halten und so schnell wie möglich Corona hinter uns lassen können. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jagdvideo. Wird wahrscheinlich erst im neuen Jagdjahr kommen. Aber auf jeden Fall bis dahin, Waldmannsheil und Horido.